Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir sprechen von einer Nahtoderfahrung, wenn ein Mensch vorübergehend stirbt. Also wenn sein Herz aufhört zu schlagen und er dann wieder zurück ins Leben kommt. Menschen berichten dann davon, dass sie aus dem eigenen Körper gegangen sind und ihren Körper von außen sehen konnten. Darüber hinaus berichten sie von verschiedenen Ereignissen, die man grob in zwei Kategorien einteilen kann. Die eine Gruppe sieht ein helles Licht und manche sehen auch einen Tunnel, an dessen Ende Licht ist. Manche gehen auch durch diesen Tunnel und sehen am anderen Ende verstorbene Angehörige, teilweise auch verstorbene Freunde oder engelhafte Wesen, die ihnen sagen, dass sie nochmal zurück auf die Erde gehen müssten, da es noch nicht ihre Zeit zum Sterben ist. Die andere Gruppe sieht kein Licht, sondern Finsternis und teilweise auch Feuer. Manche spüren enorme Hitze. Die Erfahrungen der ersten Kategorie sind mit Wohlbefinden, Gefühlen der Liebe und des Friedens verbunden. Die der zweiten Kategorie mit genau dem Gegenteil, wie Gefühlen der Angst, Einsamkeit und Qual. Wenn man sich jetzt statistisch mit dem Phänomen Nahtoderfahrung beschäftigt, dann stellt man fest, dass die Mehrheit der Menschen Erfahrungen mit Licht, Tunnel und verstorbenen Verwandten gemacht hat. Also zur ersten Gruppe derer mit positiven Erfahrungen zählt. Während ein geringerer Teil die Erfahrungen der zweiten Gruppe teilt, in denen Dunkelheit, Feuer und teilweise auch schreckliche Kreaturen dominieren. Nach einer Studie von Osis und Harrelson kommen demnach in 78% der Nahtoderfahrung verstorbene Verwandte, Freunde oder engelhafte Wesen vor. Eine Reihe weiterer Studien hat gezeigt, dass in 58-69% und teilweise sogar bis zu 77% der Nahtoderfahrung ein helles Licht wahrgenommen wird. Und aus weiteren Studien weiß man, dass die Empfindung von Frieden, Freude und Geborgenheit in beinahe allen Fällen von Nahtoderfahrung, nämlich bis zu 93%, eine Rolle spielt. Also die überwältigende Mehrheit von Menschen, die eine Nahtoderfahrung erleben, machen eine positive Erfahrung, gehören also zur ersten Gruppe. Die Frage ist dann, können diese Zahlen ein Maßstab dafür sein, welche Erfahrungen Menschen nach dem endgültigen Tod machen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bibel wahr ist und es einen Himmel und eine Hölle gibt und die Menschen jeweils in ihren Nahtoderfahrungen einen der beiden Orte gesehen haben, und als Christen wissen wir, dass es diese Orte tatsächlich gibt, dann könnten wir eventuell schlussfolgern, dass die meisten Menschen nach ihrem Tod offensichtlich in den Himmel kommen, wenn wir die Nahtoderfahrungen zugrunde legen. Hier müssen wir aber vorsichtig mit dieser Schlussfolgerung sein, denn die Personen, die eine Nahtoderfahrung machen, sterben ja gar nicht endgültig. Sie bekommen sozusagen nur einen kurzen Einblick, der aber nichts damit zu tun haben muss, wo ihr Aufenthaltsort nach dem endgültigen Tod sein wird. Hier in dieser letzten Grafik erhalten wir einen Hinweis darauf, dass wir die Nahtoderfahrung nicht als Blaupause für den späteren Aufenthaltsort nach dem endgültigen Tod ansehen können. Denn in der Studie von Corazza und Schifano aus dem Jahre 2010 wurden ausschließlich Personen einbezogen, die ein Problem mit Drogenmissbrauch haben, also drogenabhängig sind. Und wie wir aus der Grafik ersehen, haben zwar nicht 93%, aber immerhin noch 76% dieser Personen eine positive Nahtoderfahrung mit Empfindungen von Frieden, Freude und Geborgenheit gemacht. Und das ist erstaunlich, da uns doch die Bibel lehrt, dass der Preis der Sünde der Tod ist. Das heißt, die Drogenabhängigen dürften eigentlich gar keine positive Todeserfahrung machen. Wenn die Bibel korrekt ist, und als Christen wissen wir, dass sie das ist, da sie das unverfälschte Wort Gottes ist, dann können wir daraus schlussfolgern, dass Nahtodereignisse nicht als Spiegelbild für die Ereignisse nach dem endgültigen Tod betrachtet werden können. Im Gegenteil, die beiden Ereignisse, also die Nahtoderfahrung und die Erfahrung nach dem endgültigen Tod, sind unabhängig. Sie bedingen sich nicht. Man kann also nicht von der Art der Nahtoderfahrung auf die mögliche spätere Erfahrung nach dem endgültigen Tod schließen. Die Nahtoderfahrung ist also nichts als ein kurzer Einblick in die Vorgänge der spirituellen Welt, während die Entscheidung über den endgültigen Aufenthaltsort erst nach dem endgültigen Tod von Gott getroffen wird.
Denn die spirituelle Welt weiß ja, dass diese Personen wieder zurück in ihren physischen Körper geschickt werden und eben nicht endgültig gestorben sind. Daher berichten ja auch viele davon, dass ihnen von verstorbenen Verwandten gesagt wird, dass es noch nicht ihre Zeit ist und sie zurückgehen müssen. Es ist also durchaus möglich und sogar sehr wahrscheinlich, dass sich die Erfahrungen, die Menschen nach ihrem endgültigen Ableben machen, von dem Nahtoderlebnis unterscheiden. Denn die Bibel sagt, erst nach dem Tod, also dem endgültigen Tod, kommt das Gericht. Und dann entscheidet sich, wo der ewige Aufenthaltsort der Seele sein wird. Und wir wissen, dass ein Aufenthaltsort im Himmel nicht möglich ist, ohne Jesus Christus und ohne Umkehr und Buße. Dies sagte uns Jesus an vielen Stellen, wie zum Beispiel in Lukas 13,5. Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, werdet ihr alle verloren gehen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Verteilung der Nahtoderfahrung, wie wir sie in der Statistik hier sehen, zugunsten der positiven Erfahrung nicht die Erfahrung nach dem endgültigen Tod widerspiegeln, sondern dass sich das Verhältnis sogar drastisch umkehren kann. Man könnte jetzt fragen, warum wird den Menschen denn erst so ein positives Erlebnis beschert, wenn sie dies später doch nicht haben werden? Denn wir wissen ja, dass wir alle vor Gott schuldig sind, denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen auch, dass nur wenige auserwählt sein werden. Wir wissen, wenn wir mit Menschen in den Straßen sprechen, dass nur wenige wirklich gläubig sind und ihr Leben Jesus Christus, unserem einzigen Erlöser, vor der ewigen Verdammnis übergeben haben. Wir müssen also sehr stark davon ausgehen, dass nicht diese 93 und auch nicht die 76% der Menschen, die ein positives Nahtoderlebnis hatten, qualifiziert sind tatsächlich für den Himmel, sondern dass es wahrscheinlich sehr viel weniger sind, was ich sehr bedauere. Und ich wünschte, es könnten noch sehr viel mehr gerettet werden, wenn die Menschen nur erkennen würden, dass sie sich in dieser großen Gefahr befinden, solange sie nicht Jesus angenommen und sich zu ihm bekehrt haben. Wir müssen einfach erkennen, dass die positiven Nahtoderfahrungen mit Gefühlen des Friedens und der Geborgenheit ein Geschenk Gottes sind, der den Menschen einen Einblick in die spirituelle Welt erlaubt. Und als gläubige Menschen müssen wir uns dann auch erst recht fragen, wie kann ein Mensch, der so eine Nahtoderfahrung gemacht hat, auch wenn er vorher ungläubig war, wie kann er weiter ungläubig bleiben, nachdem er diese übernatürliche Erfahrung machen durfte und diese große Gnade Gottes mit dem Geschenk einer zweiten Chance erfahren durfte? Wie kann ein Mensch, der so etwas erlebt hat, so ignorant sein und vor seinem Schöpfer nicht sofort vor Dank auf die Knie fallen? Das ist für uns unvorstellbar. Wem dann nicht klar ist, dass die spirituelle Welt und das Leben nach dem Tod existiert, dass der Geist, der ewig weiterlebt, nicht zufällig entstanden sein, sondern nur durch Gott erschaffen worden sein kann. Wer dann einfach weitermacht wie vorher und Gott weiter ablehnt, dem ist auch wirklich nicht mehr zu helfen. Das heißt, wir müssen hier nicht fragen, ob es grausam ist, jemandem in einer Nahtoderfahrung den Himmel zu zeigen, ihn aber später nicht in den Himmel zu lassen. Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Wie ein Mensch, dem die große Gnade zuteil geworden ist, die spirituelle Welt zu sehen, den meisten sogar den Himmel zu sehen, diese große Gnade derart ignorant ausschlagen kann, indem er weiter ungläubig bleibt. Das ist für einen Menschen mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Denn der gesunde Menschenverstand sagt uns ganz zweifelsfrei, dass die spirituelle Welt existieren muss, denn sonst wären diese Erfahrungen von so vielen Menschen gar nicht möglich. Und das ist auch kein automatisches Programm eines sterbenden Gehirns, nicht reine Biochemie, wie von manchen unbelehrbaren Atheisten behauptet. Denn leider übersehen sie geflissentlich, dass viele Menschen weit über den Punkt hinaus tot waren, zu dem das Gehirn noch irgendeinen Lebensimpuls haben konnte. Und leider wird dabei auch übersehen, dass keine Biochemie der Welt individuelle Nahtoderfahrungen erzeugen kann, in denen Menschen sich mit verstorbenen Verwandten unterhalten oder in denen sie Erfahrungen von Liebe und Geborgenheit einerseits oder Angst und Folter andererseits machen.
Dies ist nicht möglich. Die Menschen sehen sich selbst aus dem Körper hinausgehen. Sie können nachher exakt beschreiben, was sie gesehen haben. Und dies können sogar Menschen, die von Geburt aus blind waren. Wie in Studien wie dieser hier von Ring und Cooper belegt. Dafür gibt es viele, sehr viele Beispiele, viele bekannte Fälle, die beschreiben, wie Menschen lange nach dem endgültigen Gehirntod doch wieder zurückgekommen sind. Wie zum Beispiel der Fall des Japaners Tsurioko Kiyuchi, der 30 Minuten nachdem der endgültige Gehirntod festgestellt wurde, wieder aufgewacht ist und über ein lebhaftes Nahtoderlebnis berichtet. Oder der Fall von Jim Woodford, der nach 11 Stunden, nachdem der Tod festgestellt worden war, wieder zurück in seinen Körper gekommen ist und weitergelebt hat. Menschen haben Nahtoderfahrungen, während das Gehirn lange tot ist. Auch dafür gibt es massenhaft wissenschaftliche Beweise. Nein, Leute, lasst euch kein X für ein U vormachen. Dies kann keine Biochemie und kein sterbendes Gehirn, sondern nur und ausschließlich der Geist. Der Geist, der selbstverständlich weiterlebt nach dem Tod des Körpers. Des Körpers, der nur ein Gefäß für den Geist, eine Art Bodysuit ist. Das ist die Wahrheit, die allen bewusst sein muss. So, also leider bin ich jetzt etwas abgeschweift. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, was Menschen tatsächlich erleben, wenn sie so ein negatives Nahtoderlebnis machen. Und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob dies ein automatisches Programm des Gehirns, also reine Neurobiochemie oder echtes Erleben ist. Kommen wir damit zum Zeugnis von Matthew Botsford über seinen Tod und das, was er während seines Todes erlebt hat. Matthew gehört zur zweiten Gruppe derer, die eine negative Nahtoderfahrung gemacht haben. Denn er sah Finsternis, er sah Feuer und er erlebte Höllenqualen. Was er während der Zeit seines Todes gesehen hat, beschreibt er als Hölle. Und was er erlebt hat, war unvorstellbarer Horror. Dies ist ein Bericht seines Zeugnisses, das er in verschiedenen Interviews gegeben hat. Auf dem Bild hier, das ist Matthew und seine Frau. Er hat auch ein Buch über sein Nahtoderlebnis geschrieben. Es trägt den Titel A Day in Hell, ein Tag in der Hölle. Vor seinem Nahtoderlebnis war Matthew eine Art Atheist, wie es viele heute sind. Er hatte eine nebulöse Vorstellung von Gott, sozusagen von einer höheren Macht, keinen echten Glauben. Und er hat sich auch nicht darum gekümmert, was Gott von ihm möglicherweise erwarten könnte. Vielmehr hat er sich ausschließlich um seine eigenen Dinge gekümmert, die ihm Spaß machten. Aber dann geschah es. 1992 war Matt infolge einer Schussverletzung in den Kopf verstorben und kurze Zeit später wieder reanimiert worden. Die Kugel traf ihn, als er und seine zwei Freunde ein Restaurant verließen, genau in dem Moment, als mehrere Personen mit Waffen auf den Eingang des Restaurants schossen. Die Angreifer waren kurz zuvor aus dem Restaurant verwiesen worden und wollten dies nicht auf sich sitzen lassen. Daher gingen sie zu ihrem Auto, holten sich Waffen und eröffneten damit kurz Zeit später das Feuer auf das Restaurant. Matthew verstarb an Ort und Stelle. Nachdem er minutenlang tot war, konnten ihn Rettungssanitäter wiederbeleben. Matthew hat an den Tathergang so gut wie keine Erinnerung mehr. Dafür erinnert er sich aber umso genauer an die Vorgänge, die er erlebt hat, während er tot war. Diese Erlebnisse schilderte Matthew später nach einer langen Genesungsphase in Interviews. Er sagte, ich fühlte einen starken Schmerz in meinem Kopf und dann wurde alles schwarz. Das nächste, was ich sah, war, dass ich gekreuzigt über einen tiefen Abgrund hing. Ich konnte mich nicht befreien. Die Kreuzigung war ein direktes Verspotten von dem, was Jesus für uns getan hat. Ich sah Rauch aus dem Abgrund aufsteigen, über dem ich hing. Und ich hörte all diese schrecklichen Schreie. Ich möchte allen sagen, dass die Hölle echt ist. Was ich erlebt habe, war absolut echt. Ich wusste, dass ich vollkommen allein und isoliert war. Es gibt nichts Vergleichbares zu dem, was ich dort erlebt habe. Man ist völlig kraftlos und es ist ein Zustand völliger Hoffnungslosigkeit. Ich war umgeben vom reinen Bösen. Es war so, als würde man in ein flüssiges Bad aus reinem Bösen steigen. Das Böse umgibt einen vollständig und es gibt keinen Ausweg. Als ich in den Abgrund schaute, sah ich, wie die Magma unter mir kochte und der Rauch zu mir aufstieg. Und ich sah vierbeinige Kreaturen herumlaufen. Es war sehr heiß und es waren dämonische Kreaturen überall um mich herum.
Sie sahen schrecklich aus. Es war sehr dunkel, pechschwarz. Nur durch das Glühen des Magmas konnte man etwas sehen. Ich war vollkommen nackt. Die Lava floss unter mir zusammen und meine Füße wurden von ihr bedeckt. Ich sah, wie meine Füße in der Lava verbrannten und ich konnte den verbrannten Geruch riechen. Die Qual war furchtbar. Aber nachdem meine Füße verbrannt und weg waren, waren sie plötzlich wieder hergestellt und die Qual begann von neuem. Es ist ein unaufhörlicher Kreislauf aus Folter und Qual. Ich kannte den Namen Jesus nicht und habe niemals gebetet. Daher habe ich den Namen des Herrn nicht angerufen. Plötzlich sah ich eine Gruppe dieser furchtbaren Kreaturen auf mich zukommen. Zuerst sah ich nur Augen und ich hörte, wie sie mich verspotteten. Sie wussten Dinge von mir, die ich getan hatte, wie zum Beispiel unreine Filme ansehen. Dann begannen sie, mich bei lebendigem Leib aufzufressen. Sie hatten sehr lange Krallen. Sie rissen mir damit das Fleisch von den Knochen und fraßen es. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber ich starb nicht, sondern nach einer Weile war das Fleisch wieder an meinem Körper zurück und sie begannen von neuem, mir das Fleisch von den Knochen zu fressen. Es war ein unvorstellbarer Horror. Ich schrie jetzt genauso wie die anderen Menschen und ich konnte es nicht aushalten. In dieser ganzen Zeit in der Hölle, die mir ewig vorkam, hatte ich weder Gedanken an meine Vergangenheit noch über meine Zukunft. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich mich außerhalb der Zeit befand und diese Existenz in diesem Horror jetzt für immer und ewig ist. Mir war auf einmal klar, dass ich in ewiger Qual und Folter gefangen war und ich nicht mehr daraus entkommen konnte. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ich habe mich auch nicht gefragt, warum ich hier bin. Aber dann sah ich plötzlich eine Hand von außen in diese Finsternis hineingreifen. So, als ob eine Hand durch einen Vorhang greift. Die Hand war riesig. Die Hand bewegte sich in meine Richtung. Etwas in mir sagte mir, dass dies etwas Gutes war. Und dann hörte ich eine Stimme. Ich habe nie zuvor so eine Stimme gehört. Sie klang wie Donner, Blitz, rauschendes, gewaltiges Wasser. Alles in einem. Ich hörte diese Stimme sprechen. Es ist nicht deine Zeit. In diesem Moment verließ ich den furchtbaren Ort und alles Böse war verschwunden. Mein Gefühl von Gefangensein und für immer gequält zu werden war weg. Es war die Hand und die Stimme Gottes, des Herrn Jesus Christus, der mich aus diesem furchtbaren Ort gerettet hat. Ich wachte in einem Krankenzimmer auf und sah meinen Bruder und meine Frau. Was ich gesehen habe, war absolut real. Wenn wir sterben, gibt es für uns nur zwei mögliche Orte, an denen wir die Ewigkeit verbringen. Himmel oder Hölle. Ich habe die Hölle erlebt und ich möchte jeden warnen, geht nicht dorthin. Dieser Ort ist nicht für Menschen gemacht. Tut alles, um diesen Ort zu vermeiden. Bekehrt euch zum Herrn Jesus Christus, unserem einzigen Retter vor den ewigen Höllenqualen. Gott segne euch.